Jetzt beginnt die UEFA Champions League. Wartetes Spiel. Ganz ehrlich, die UEFA Champions League Hymne lässt Fußballherzen höher schlagen. Wollen wir uns mal die Aufstellung der beiden Teams ansehen. Eine Frage habe ich noch an dich, Hansi. Wer ist für dich der da durch die Gasse? Der Ball kommt durch. Ab in Richtung Tor. Und er ist zur Stelle. Der Ball. Harry Kane. Son Heung-min. Der Pass ideal getimt. Schöner Angriff. Der Pass kommt genau im richtigen Moment. Er steht nicht im Abseits. Hätte das Tor machen können. Aber er scheitert im entscheidenden Moment. Toll gelöst. Und er läuft und läuft und läuft und läuft. Chance auf Chance, doch das Tor fehlt. Und er ist in der Luft. Wie weit daneben. Serviert ihnen die Kugel. Lucas Moura. Und wieder versucht er es. Er versucht den Volley, aber er hat ihn nicht richtig getroffen. Trotzdem schöne Aktion von Lucas Moura. Ja, der Volley-Schuss, das ist nun mal so etwas wie die hohe Schule der Schusstechnik. Er hat's gut gemacht, aber nicht gut genug. Spielt den Ball nach rechts. Kurz mal das Ding nach vorn geklopft. Damit sind die ersten 45 Minuten vorbei. 0:0. Bis jetzt völlig überraschend. Keine Tore. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Wunderbarer Einsatz, ein Sensatz. Ja, das gibt Freistoß. Der Schiri holt ihn zu sich, aber er will ihm wohl nur ein paar Takte flüstern. Langer Abschlag von deinem Spieler in genau diese Lücke reinstößt. Er bringt ihn.
einfach weit von hinten nach vorn geschlagen. Sucht seinen Mitspieler. Und er schießt. Zu unkontrolliert. Wie frei, bitteschön, will der denn noch stehen? Unfassbar, unfassbar. Selten am Ball, aber du hast trotzdem mehr Kontrolle über das Spiel und den Gegner. Koma mit dem langen Pass in die... bekommt den Freistoß. Klare Sache, das muss gelb geben. Auf die linke Bahn. Gute Arbeit des Verteidigers. Er klärt auf Kosten einer Ecke. Wie der sich hochschraubt. So knapp. Nadeltier gefehlt. Keine schlechte Leistung. Um Haaresbreite hat er das Tor verfehlt. Da durchzustecken. Da kommt der Flachpass. Das ist ein Foul. Und auf dem Flügel, das sehr gut. Das nächste Mal müssen. Auf und ab nach vorne. Will ihn da durchstecken. Und da ist der Schlusspfiff. Noch ist es schwierig zu beurteilen, ob man einen Punkt gewonnen oder zwei verloren hat. Das werden dann die nächsten Partien zeigen. Eine richtige Standortbestimmung war das noch nicht. Wo verlieren? Girl about a 10. I should fuck her in the best.